Was ist? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Wie kommst du damit klar? Ich bin eine Kämpferin. Das machen eine schlimme Ehe und eine noch schlimmere Scheidung aus einem. Sicher hast du schon selber herausgefunden, dass man sich nur auf eine Person verlassen kann. Sich selbst. Gib uns bitte noch nicht auf. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es lebend hier raus. Ich weiß nicht so recht. Du klingst schon wie Daniel. Wir sollten zu John gehen. Ja, wir sollten hier wohl. Danke, der Herr. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Oh Mann. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel. Und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Alrighty then. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Ich habe nur ein gutes Gefühl. Was zum Teufel? Warte! Toller Professor, also. Aha. Na gut, probieren wir unser Glück. Katze. Hey, was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. Man kann sich ja trotzdem umgucken. Moderne Magie und Rituale. Ist die umfassendste Anleitung zur Magie der Gegenwart, im Gegensatz zu Zaubertricks für Bühnenzauberer. Dieses Buch wurde für Praktizierende geschrieben, damit diese ihr Wissen und ihre Kunst vertiefen können. Es beschäftigt sich genauestens mit allen Aspekten moderner Magie und bietet den Lesern eine umfassende Auswahl an Ritualen zum Üben. Ach, man kann es auch aufmachen.
New Age Flüche. Ungeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwägungen zur Fluch- und Bannmagie. Diese hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse, wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Manche Wege verbieten sie gänzlich, während andere sie nur zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten. Kleben sie zu sehr am gewünschten Ergebnis? Möglicherweise sind sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht ihren Erwartungen entspricht. Möchten sie mit diesem Zauber einen persönlichen Vorteil erringen? Emotionen wie Gier und Neid könnten die Magie stören. Es heißt, dass man sich selbst in die Luft sprengt, wenn man eine Granate nicht loslässt. Deshalb gilt für schädliche Magie. Selbst wenn sie nicht an die Dreierregel glauben, halten sie sich am besten an Rudolf Steiners goldene Regel. Wenn du einen Schritt vorwärts zu machen versuchst in der Erkenntnis geheimer Wahrheiten, so mache zugleich drei vorwärts in der Vervollkommnung deines Charakters zum Guten. Wie erlangt man zum Erkenntnisse der höheren Welten? Haarsträhne. Das Haar einer lebenden Person kann für viele Formen der Magie, von Liebeszauber bis hin zu Flüchen, verwendet werden. Fügt man etwas Schwefel hinzu und vergräbt man sie, kann man sie dem Ziel Leid zufügen. Kann sie dem Ziel Leid zufügen, okay. Dürfte interessant werden. Mhm. Geheimnis gefunden. Die Sonne und der Mond sind wichtig für den praktischen Magier. Die Sonne repräsentiert den Tod und die Wiedergeburt Gottes, dessen Lebenszyklus durch das Rad des Jahres symbolisiert wird. Die Sonne wird zur Wintersonnenwende geboren, wird im Frühling erwachsen, erreicht ihren Höhepunkt zur Sommersonnenwende, um im Herbst und Winter zu schwinden, bevor sie neu geboren wird. Sie fördert das Leben, hilft der Natur zu wachsen, welche uns ernährt und hält uns warm. Der Mond repräsentiert die Göttin, Königin des Himmels. Er ist der Bewahrer der Geheimnisse, Herr der psychischen Kräfte und unsichtbaren Reiche. Der Mond wird mit dem Menstruationszyklus der Frauen in Verbindung gebracht. Seine Phasen sind Aspekte der dreifachen Göttin. Der zunehmende Mond symbolisiert ein junges Mädchen, der volle Mond eine schwangere Mutter und der Neumond eine alte Frau. Die Sonne und der Mond repräsentieren die kosmische Balance der männlichen und weiblichen universellen Mächtkräfte. Um diese Symbole ranken sich viele Mysterien der menschlichen Existenz wie Liebe, Leidenschaft, Fruchtbarkeit, Tod und Wiedergeburt sowie das Leben danach. Sie inspirieren den modernen Magier. Traditionelle Wicca-Hexenzirkel verehren die Göttin an Esparten, Vollmondnächten, während druidische Feiern an den Sonnenwänden und zur Tag- und Nachtgleiche stattfinden. Diese magischen Glücksbringer repräsentieren das Männliche und das Weibliche, die kosmischen Liebenden. Sie bieten Paaren Glück, Schutz und Fruchtbarkeit. Okay, gut zu wissen. Und weiter gibt's scheinbar nichts. War doch interessant. Aber ich schaue mich noch weiter um. Hier gibt es ja schließlich noch ein Zimmerchen. Untersuchen bitte. Ah, okay. Upsala. Eine Schusswaffe. Noch vier Kugeln. Und er nimmt sie sich mit. Hast du dich genug umgesehen? Ja. Ich hab das hier entdeckt. Was zur Hölle machst du mit einer Waffe? War unterm Boden versteckt. Und da lag sie auch gut. Waffen sind gefährlich. Und wir haben schon genug Ärger. Ich behalte sie. Bei dem, was gerade abgeht, könnten wir sie vielleicht noch brauchen. Aber einen Toten brauchen wir sicherlich nicht. Ich pass auf. Versprochen. Oh, Männer und Waffen. Behalt das dumme Ding ja in der Hose. Ich will es nicht mehr sehen. Ja, das hat sie zu ihrem Mann wahrscheinlich auch noch gesagt. Ach, da geht's wahrscheinlich weiter. Warte, warte, warte! Da war was.
Aha. Wieder ein Symbol. Was für ein Ort ist das? Na gut, wo ist unser großer Feigling John abgeblieben? Professor? Mann, wo ist der Schisshase? Ist er echt da durchgeklettert? Andrew hier hat eine Waffe. Was? Eine Waffe? Bist du verrückt? Wir wissen nicht, was im Nebel ist. Lieber habe ich eine Waffe und brauche sie nicht, als im Notfall nichts zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu werden, erhöht sich dramatisch, wenn man eine Waffe trägt. Was soll's? Wenn du dich damit sicherer fühlst, dann behalte sie doch. Mir ist eh schon alles egal. Wow. Professor des Jahres, meine Damen und Herren. Polizeirevier. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Können wir nicht einfach an der Tür klopfen? Ich meine ja nur... Wenn da wirklich noch Leute drin sind oder so, die werden bestimmt nicht kooperieren oder so, wenn wir in die Fensterscheibe einschlagen. Okay. Gnade. Okay. Jetzt zu wissen. Das heißt, Angela wird in Gefahr geraten und wir sollten sie besser rausholen. Oder mit der Schusswaffe losgehen. Wozu haben wir denn jetzt die Knarre? Solange es nicht wieder so wird wie bei Man of Medan, wo das Messer dann eher zum Verhängnis wurde. Naja. Das ist halt das Blöde, wenn man nicht im Voraus weiß, was es auslöst, also. Wohl im wahren Leben ist es ja auch nicht anders. Ein Stein. Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Okay. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Geht doch. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Aber geben die jetzt eine Vorwarnung, bevor ein Quicktime-Event kommt? Scheint sicher zu sein. War ganz einfach. Du bist dran. Alright. Little Hope. Jetzt sind sie doch in Little Hope angekommen. Hoffen wir mal, dass Taylor nicht zustößt. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Da war schon wieder ein Mädchen. Was war das? War bestimmt gar nichts.
Ja, so wie das gar nichts, das mal warum die Schule wohl geschlossen ist. Jemand umgelegt hatte. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mach das Schule nie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Hey, das war unsere Entscheidung. Wir finden einen Weg. Little Hope Bridge. Ach, wird schon richtig sein. Nein, da wird schon nicht so sein, dass Taylor direkt